Hallo Leute, mein Name ist Martin und herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu WWEs Stomping Grounds. Die Veranstaltung hat sich noch herausgestellt als eine recht gute, denn wir hatten überraschende Siege, wir hatten überraschend gute Matches und während meiner Live-Reactions haben wir uns schon darüber unterhalten, ob nicht jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo Triple H die Flagge übernommen hat, denn so ein bisschen hat es sich angefühlt, also es war wirklich gut. Wir begannen erstmal mit dem Cruiserweight-Titel-Match. Hier hatten wir ein Triple-Threat-Match und das war in der Kickoff-Show. Das heißt, das beste Match des Abends haben natürlich wieder die Kickoff-Show-Leute abgeliefert, beziehungsweise die Cruiserweights. Und hier hatten wir gleich mal von Anfang an Power Action. Alles mögliche an Varianten, die hier mit dem Titel dann nach Hause gehen könnten. Und einen überraschenden Sieger. Was willst du bitte mehr? Drew Gulak ist neuer Cruiserweight Champion. Habe ja schon in meiner Preview gesagt, dass ich nicht allzu großer Fan von Drew Gulak bin. Aber trotzdem finde ich es einfach als Überraschung hier für den Start des Pay-Per-Views schon mal richtig geil. Am Anfang war ich nämlich noch überhaupt nicht geflasht, was den Pay-Per-View angeht. Aber nach der Aktion dachte ich mir, vielleicht könnte das heute doch noch was werden. Dann ging es in der eigentlichen Show weiter mit dem Raw Women's Titel Becky Lynch gegen Lacey Evans und das Match war auch recht gut. Es gab zwar hier und da ein paar kleine Unstimmigkeiten, aber im Großen und Ganzen war das hier auch ein solides Match der beiden. Zum Schluss aber trotzdem Disarm Her und dann Tap Out von Lacey Evans. Finde ich ein bisschen schade, denn ich hätte gerne den neuen Finisher von Becky Lynch hier in diesem Match gesehen. Hat sie nicht gezeigt, stattdessen mehr vom alten, war aber auch okay. Dann hatten wir auch ein überraschend geiles Match und zwar das Tag Team Match zwischen New Day, also Xavier Woods und Big E, gegen Kofi Kingston und Sami Zayn. Auch der Aufbau war richtig geil, weil Sami und Kevin Owens erstmal direkt auf Woods gegangen sind, haben erstmal schön Big E ausgeschaltet und dann haben die den die ganze Zeit durchpenetriert. Das war schon ziemlich krass, weil er es einfach nie geschafft hat, irgendwie zum Tag zu kommen. Immer wieder haben die beiden hier sehr, sehr gut zusammengearbeitet gegen New Day. Dann haben wir natürlich auch denn mit dem letztendlichen Tag Big E sehr stark dargestellt, sehr gut aufgebaut und trotzdem haben aber Sami Zayn und Kevin Owens viel zu gut miteinander gearbeitet, als das hier, da jemand anders siegen konnte. So gewinnen nämlich Kevin Owens und Sami Zayn dieses Tag Team Match und machen das hier echt geil. Also war ein richtig, richtig cooles Match und deswegen weiß man jetzt nicht so richtig, was jetzt passiert. Normalerweise könnte Kevin Owens jetzt wieder Richtung WWE-Titel gehen. Man könnte aber auch Sami Zayn mitnehmen. Die beiden könnten aber auch auf den Tag Team Titel gehen. Keine Ahnung, aber ich find's cool. Dann die nächste Überraschung und zwar Samoa Joe gegen Ricochet um den US-Titel und auch hier krasse Action, geiles Match und einen überraschenden Sieger mit Ricochet, der jetzt neuer US-Champion ist. Absolut geil, hat mir sehr, sehr gut gefallen und gerade auch was Backstage danach passiert ist. Ricochet war nämlich beim Fotoshooting mit dem US-Titel, alles war cool und The Good Brothers, Carl Anderson und Lou Gallows kamen dazu und wollten von ihm verlangen, dass er das Too Sweet zeigt. AJ Styles kam dazu und meinte, ey, los, mach doch mal, mach doch mal. Er war aber nicht so begeistert davon und deswegen wurde heute Nacht Raw angesetzt, dass AJ Styles wohl sich dann um Ricochet kümmern wird. Also mehrere Sachen, die cool sind. AJ Styles gegen Ricochet, das Ganze auch noch um den Titel und scheinbar hält The Club jetzt auch zusammen. Finde ich gut. Dann hatten wir das SmackDown Tag Team Titel Match Daniel Bryan und Rowan gegen die Heavy Machinery. Und da Daniel Bryan hier so ein bisschen der Hometown Hero war, wurde er natürlich extrem von der sehr kleinen Crowd gefeiert. Und ja, das hat natürlich so ein bisschen komische Dynamik in dem Match gemacht, weil ja Daniel Bryan eigentlich der Heel sein sollte. Trotzdem hat es Heavy Machinery nicht geschafft, obwohl sie coole Moves gemacht haben, hier bei den Fans in der Halle so krass overzukommen. Daniel Bryan war hier einfach zu stark, war wie zu seinen alten Face-Zeiten. Aber war trotzdem geil. Und zum Schluss entscheidet der Roll-Up, der natürlich der krasseste Finisher ist in der WWE-Geschichte. Das wissen wir, denn jede Woche wechselt ein Titel durch Roll-Up. Zumindest der 24-7-Titel. Also das scheint wohl der beste Move zu sein. War hier also auch Titelverteidigung von Daniel Bryan durch Einroller. Ist scheinbar ein Ding. Dann hatten wir Bayley gegen Alexa Bliss. Hier hat ein bisschen mein Network gestreikt. Deswegen habe ich hier einiges nicht mitbekommen. Irgendwie war es nur so, dass Nikki Cross eingegriffen hat, weshalb hier Alexa Bliss verloren hat. Und dann hatten wir also schon ein bisschen jetzt hier so eine kleine Fehde zwischen Nikki Cross und Alexa. Das scheint also alles nicht ganz so stimmig zu sein. Aber Bayley verteidigt den Titel. Generell war das Match okay. Aber so, was ich mitbekommen habe, mehr auch nicht. Also es war gut, aber jetzt nicht das, was es hätte vielleicht sein können.
Was denn doch überraschend besser war als gedacht, war das Roman Reigns gegen Drew McIntyre Match. Auf jeden Fall fand ich es besser als das bei WrestleMania. Trotzdem hat natürlich hier Shane wie bekloppt eingegriffen. Das heißt, egal was man hier gemacht hat, ob Shane McMahon den Ref mit rauszieht, es gab keine Disqualifikation. Shane McMahon springt den Coast to Coast und es gab einen Claymore. Und Roman Reigns ist so stark, der kommt immer wieder raus, kann sich also hier gegen beide wehren. Und wir sind also quasi wieder in der alten Zeit angekommen, wo Roman Reigns einfach viel zu stark dargestellt wird. Egal wer hier kommt, alle rammeln den um und er steht wieder auf und macht alle kalt. Superman Punch für jeden. Also, das kann auf jeden Fall wieder komplett nach hinten losgehen. Heute Abend bei Raw soll es ja denn das wirkliche Handicap-Match geben, obwohl wir das halt jetzt schon 100 Mal gesehen haben und halt jetzt auch beim Pay-Per-View quasi ein Handicap-Match war und Roman Reigns gewonnen hat. Hat mich also jetzt auch nicht so krass, aber gut. Roman Reigns gewinnt also hier offiziell dieses Match. Aber übrigens muss ich hier auch nochmal Roman Reigns loben, denn die Spears, die der momentan zeigt, sind absolut brutal. Richtig, richtig geil. Die kommen schön out of nowhere, die kommen schön weit geflogen, die hauen ihn richtig geil um. Also den Spear von Roman Reigns finde ich momentan echt geil. Dann hatten wir das Titelmatch um den WWE-Titel im Steel Cage. Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston. Und das war nicht so stark, wie man es hätte machen können. Mir hat es sogar eher nicht ganz so gut gefallen. Es war solide, aber halt mehr auch nicht. Da hätte man auf jeden Fall viel, viel mehr rausholen können. Gerade weil es ein Steel Cage Match war. Das Ende hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen. Weil es war so, dass die Tür offen stand. Dolph Ziggler hat versucht, aus der Tür rauszukrabbeln. Und Kofi Kingston hat mit einem Suicide Dive sich selbst nach draußen geschmissen. Damit waren seine Füße zuerst auf dem Boden. Damit Titelverteidigung. Ist zwar an sich eine coole Idee. Allerdings muss man auch sagen, fast jeder Wrestler kann einen Suicide Dive. Und wenn das so einfach ist, Steel Cage Matches zu gewinnen, warum existieren denn jetzt noch Steel Cage Matches? Denn die sind mit dieser Aktion irgendwie komplett hinfällig geworden. Weil jeder, der jetzt ein Steel Cage Match hat, könnte sagen, ey Ref, mach mal das Ding auf und tschüss. Da kommt keiner hinterher. So schnell kann keiner sein. Von daher weiß ich nicht, ob das so klug war oder ob es nicht eher die ganze Magie des Steel Cages killt. Wir sind eher auch alle im Livestream der Meinung gewesen, dass wir dieses Pin, Submission und die Tür wieder wegkriegen müssen. Steel Cage ist immer nur geil, wenn man oben drüber klettern muss. Kofi Kingston verteidigt also die Titel, war okay. Aber ich hätte gerne auch Dolph Ziggler als Champion gesehen. So, und dann haben wir noch das Universal Championship Match Seth Rollins gegen Baron Corbin. Wer wird denn nun der Special Guest Referee sein? Wen wird Baron Corbin hier dazu holen? Und vor allen Dingen, was macht Seth Rollins? Denn der stand nun mal schon mit einem Stuhl im Ring und hat hier auf jeden gewartet, der hier kommt. Allerdings kam dann einer, der nicht mit einem Stuhl über die Fresse ziehen konnte, durfte. Und zwar Lacey Evans war der Kniff von Baron Corbin. Die kam raus, hatte ja das Match erst am Anfang gegen Becky Lynch verloren. Damit gab es von da an nur noch Becky Chance. Denn Seth Rollins und Becky Lynch sind ja nun mal zusammen. Und deswegen passte das eigentlich auch ganz gut, dass man hier diese beiden Fäden miteinander verbunden hat. Ist an sich erstmal eine nette Idee, allerdings hat es zu lange gedauert, denn Lacey Evans war wirklich dann erstmal der Ref. Es gab dann halt viele Situationen, wo Lacey zu langsam gezählt hat oder vielleicht auch mal gar nicht gezählt hat und dann halt bei Pins von Corbin relativ schnell gezählt hat, sodass Seth Rollins nur schwierig wieder auskicken konnte. Und das war halt alles schon ein bisschen schwierig. Es gab einen Countout, dann hat sie entschieden, es gibt keinen Countout. Dann gab es natürlich eine Attacke mit dem Stuhl. Dann hat sie entschieden, es gibt keinen DQ. Und so wurde das halt immer wieder weitergemacht. Als sie denn selbst Hand erhoben hat gegen den Mann, also gegen Seth Rollins und ihm voll in die Eier geschlagen hat, da hat es dann erst Becky Lynch gereicht. Ist dann Richtung Ring gelaufen, hat Lacey Evans zusammengepelzt. Dann konnte der Ref vom letzten Mal wieder rein. Der hat dann den Pin durchgezählt. So mit Titelverteidigung von Seth Rollins. Becky und Seth hatten hier einen schönen Moment. Aber halt auch, warum kommt Becky Lynch erst jetzt? Die hätte schon seit 20 Minuten da sein können. Warum wartet man so lange und dann kommt sie erst? Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen unrealistisch. Ja, also real gäbe es hier sowieso keine Möglichkeit für Seth Rollins das Match zu gewinnen, weil er hatte sehr oft Baron Corbin lange am Boden und Lacey hat dann halt einfach aufgehört zu zählen bei 2 und so eine Sachen. Also Rollins hätte unter normalen Voraussetzungen in dieser Konstellation das Match nie für sich entscheiden können. Deswegen musste hier was passieren. Kam also sehr offensichtlich
Aber im Groben und Ganzen ist es eine nette Idee, aus diesem komischen Booking mit Baron Corbin rauszukommen. Ich bin froh, dass Corbin nicht Champion ist. Ich bin froh, dass Brock Lesnar nicht Champion ist. Der hat auch den Cash-In gar nicht erst versucht. Deswegen alles gut gelaufen. Guter Pay-Per-View, auf jeden Fall besser, als wir es am Anfang gedacht hätten. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie man jetzt bei Raw und bei SmackDown weitermacht. Denn die Einschaltquoten werden immer schlechter. Die Ticketsverkaufszahlen waren unterirdisch, obwohl sie schon so spottenbillig waren. Und jetzt muss man irgendwas tun. Ich bin sehr gespannt, wie man da jetzt in der nächsten Zeit verfahren wird. Aber es kann auch sein, dass man einfach noch auf den Oktober wartet und dann erst alles schön macht. Ja, das war auf jeden Fall meine Meinung zu dem ganzen Pay-Per-View. Schreibt mir gerne mal deine in die Kommentare. Ansonsten gerne Daumen nach oben und natürlich Glocke aktivieren. Ich habe jetzt irgendwie gehört, man muss die Glocke sogar doppelt anklicken oder dreimal anklicken, damit die dann wirklich alle Benachrichtigungen raushaut. Ganz komisch, keine Ahnung. Guckt am besten mal da, ob die Glocke wirklich auch ausgemalt ist und ringt in diesem Logo. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich ein bisschen komisch. Auf jeden Fall Abo da lassen und natürlich auch Kanalmitgliedschaft abschließen, wenn du wissen willst, was ich jede Woche zu Raw und zu SmackDown zu sagen habe. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Mach nicht mehr so laut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.